Das Weltgeschehen heute, 26. November 2022. Es ist kurz vor Krieg. Die Menschen, sie werden noch einmal getrennt, gleich wo sie stehen. Sie müssen Trennungen machen. Wenn sie es nicht tun, dann werden sie gehindert an ihrem Auftrag. Was ist Ihr Auftrag? Ganz einfach. In erster Linie ist Ihr Auftrag, Gott zu erkennen. Ein Ahnen von der Größe Gottes zu erhalten. Damit das, was jetzt geschieht, die Drangsal, damit diese Drangsal in jedem Einzelnen richtig eingeordnet wird. Dass Gott nun diese Schnelligkeit der Strahlungen nun auf die Erde schickt. Zur Auslösung, zum schnelleren Auslösen aller Dinge. Die Menschen, die nun schon weit sind oder dünken, sie seien weit, sie werden nun wieder getrennt. Denn jeder muss wahrhaftig stehen, kraftvoll, alleine, stets auf sich gestellt. Er muss wissen, wer er ist. Er muss wissen, wohin sein Weg geht. Wenn er das nicht weiß, dann wird er wie eine Treibhauspflanze bei starkem Wind einfach umknicken. Ihr habt das hohe Wissen, das Wissen aus Jesus oder aus Immanuel. Ihr habt dieses Wissen und ihr seid verantwortlich, dieses Wissen nun hinauszutragen in die Welt, den Suchenden, die bald zu Tausenden bei euch stehen werden. Dann, wenn Krieg, wenn kein Geld mehr ist, kein elektrisch, nicht, dass ihr hungern müsst, dazu sollt ihr auch Notvorrat anlegen. Aber dass es doch so eine Drangsal gibt, wo euch auch an den Nerv geht, wo auch ihr schauen müsst, wo ihr bleibt. Euch wird geholfen sein. Das Dunkel kommt nur an die Grenze und nicht weiter. Bedenkt das immer. Was ihr heranlasset, wem ihr noch nachgibt, in falscher Barmherzigkeit, da müsst ihr noch hemmend leider durch die Drangsal gehen. Ihr könntet es viel leichter haben. Ganz leicht. Glücklich leicht. Ihr müsst euch erinnern an die Kinder, die noch wahrhaftig Kind sind. Erinnert euch daran und werdet so, werdet nicht abhängig von irdisch-materiellen Dingen. Bleibt auf eurem Posten, gleich was geschieht, ihr werdet nun geprüft. Dann müsst ihr den Menschensohn erkennen, es ist eure Pflicht. Ihr habt das gelobt, dass ihr ihm dienet. Seid ihr noch anderer Ansicht oder seid ihr noch verstrickt mit anderen Dingen, so liegt es an euch ganz alleine, wie ihr vorwärts kommt oder nicht. Es wird euch nicht hergetragen, denn ihr seid schon weit entwickelt. Ihr habt das Wissen aus Jesus und das Wissen aus Immanuel. Also, dann tut auch was dafür. Tut in euren Dingen, in eurer Veranlagung, in eurem Wunsche immer das, dem hohen Reinen dienen kann. Nichts anderes soll mehr sein, denn ihr habt keine Zeit mehr. Die Zeit ist um.
Warum ist die Zeit um? Weil Gottes Langmut zu Ende geht. Alle Auswüchse, Folgen, Krieg, Hungersnot, Leiden, Vulkanausbrüche, chemische Unfälle, die noch kommen, all diese Dinge werden den Menschen rütteln und schütteln bis zur Bewusstlosigkeit, dass er endlich auf die Knie geht und ihn, die Gottesherrlichkeit, ahnen kann, wenigstens ahnen von der Größe, dass nun er alleine, Gott Allheiligkeit, diese Reinigung heranbricht durch sein Willen, durch den Willen Immanuels, ausgeführt auf dieser Erde. Andere Weltenteile wird es auch treffen, aber nicht in dieser Schärfe. Diese Schärfe dieses Weltenteiles Ephesus. Darauf die Erde ist so tief gesunken, dass sie nun gerüttelt und geschüttelt wird. Bald geht es los. Ihr werdet bald kein Geld mehr haben, kein Benzin, keine Güter. Es wird euch alles genommen, weil jeder Staat hoch verschuldet wird und er wird vom Bürger alles nehmen. Bald werdet ihr keinen Beruf mehr haben. Aber das zeugt davon, dass wir nun dem Ende zugehen. Wir sind am Ende des Endgerichtes. Endlich geht es los. Ich will euch Mut machen, denn ich habe Mut. Auch wenn ich das Böse in die Schranken weise, so habe ich an meiner Seite die Stärke und die Kraft von Immanuel, von ihm, der im Himmel herrscht. Ich bin sein verlängerter Arm. Durch mich wird er wirken. Bald wird ein Strahlungsvorgang noch einer folgen, der nun die Strahlungskraft in mich fließen lässt. Es geht nicht anders, da nun diese Kraft hinausgehen muss. Sie muss auslösen, das Letzte noch auf dieser Erde. Das Letzte auf dieser Erde, die Menschen im Dunkel, die nur Gewalt und Krieg wollen, und die anderen, die lauen, die glauben nicht an das, was kommt. Sie glauben, es geht immer so weiter. Sie werden erwachen. Achtet nicht auf die Lauen. Rettet die wachen Suchenden. Unterscheidet. Ihr müsst unterscheiden zwischen dem Kreuz auf der Stirne, dem gleichschenklichen, wunderbaren Kreuz, oder dem X. Ihr müsst unterscheiden. Und wenn ihr es nicht tut, dann kann es euch treffen. Die düstere Gewalt kann euch noch treffen. Lasst sie also nicht an euch heran. Seid wachsam und bewegt. Es wird verheerend sein, was nun kommt. Es kommt verheerend über diese Menschheit. Von Land zu Land verschieden. Und doch so, wie es die Propheten vorgesagt haben, uns mitgeteilt haben, immer wieder. Die Propheten haben recht. Es trifft nun ein. Wir alle werden es erleben. Keiner kann sich davon schleichen. Und keiner kann sich das Leben nehmen. Denn drüben im Jenseits muss er alles miterleben, was jetzt geschieht. Dumpf und träge liegt es über der Menschheit. Unheilschwanger brütet es um die Erde. Es ist kein Durchkommen für das Licht,
Das Licht braucht Heerscharen von Rittern, damit sie da durchkommen durch dieses Geschwader, dieses Dornengestrüpp, das unheilschwangere, schleimige Denken dieser Menschen. Das Denken der Menschen, das Schleimige, macht diesen Panzer um die Erde. Aber das Licht hat Schwerter und es wird sich immer den Weg frei machen zu den Menschen und ihnen helfen in der letzten Not. Also seid frohen Mutes und geht nun auf euren Posten. Bittet ihn darum, bittet Immanuel, dass er bei euch steht. Spricht ihn direkt an, denn er ist hier. Spricht ihn so an, dass er mit wenigen Worten euren Wunsch mitteilt, der euch höher und reiner machen soll, damit ihr dieses Unheil überwinden könnt. Immanuel ist mit uns. Er wird unseren Weg begleiten. Und wenn ihr stark steht, wenn ihr siegesbewusst seid, dann gehen einige Ritter voraus eurem Wege. Sie werden alles niederkämpfen vom Dunkel, damit ihr seelenruhig dahinschreiten könnt, um den Berufenen und Suchenden die Hand zu reichen. Ihr seid es, ihr müsst den Menschensohn erkennen. Gleichzeitig müsst ihr im Innern so rein gewaschen sein in euren geistigen Kleidern, dass ihr auch wert seid, dieses hohe Reine zu empfangen. Immanuel zählt auf euch. Nun geht frohen Mutes hinaus und gründet. Gründet endlich vom Menschensohn. Er ist hier. Soll er denn wieder nicht erkannt werden? Aber diesmal nicht. Immanuel wird ein großes Zeichen setzen. Ein Blitz wird durch das All sausen und taghell machen die Nacht. Und dann wird jeder Mensch erkennen, Immanuel ist da. Sohn Gottes bei den Menschen ist hier. Das strahlende Kreuz aus ihm und die weiße Taube über ihm. Ihr werdet es sehen, wenn ihr reinen Herzens bleibt. So wünsche ich euch einen frohen Tag und bleibt in der Mitte. Reinigt eure Seelen. Beginnt sofort damit, heute noch. Viel Unkraut ist darauf gewachsen, auf den Seelen, sodass der Geist nicht mehr durchblicken kann. Er weiß nicht mehr, wer er war. Reinigt eure Seelen, beendet alles, Bindungen, die ihr mit anderen Menschen noch pflegt und habt, die aber nichts bringen. Seid nun frohen Herzens und geht mutig voran, Gott wohlgetan. Immanuel Markus.